Oh nein! 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 Freunde, weil es hier gerade auch im Chat angesprochen wird, möchte ich es jetzt auch nochmal ganz offiziell verkünden. Und zwar gibt es morgen am Sonntag den zweiten offiziellen ADR-Leak auf der ADR-Instagram-Seite. Hier bereits die Weste gezeigt. Viele von euch haben sie tatsächlich extrem gefeiert. Küsst eure Herzen für das positive Feedback. Und morgen wird quasi dieser Post nach rechts wandern. Und dann werdet ihr hier eine neue Pants, die erste ADR-Pants der neuen Kollektion, gutachten können. Achtung, Freunde, anschnallen, das ist keine einfache Pants. Das ist keine einfache Pants. Was ich damit meine, werdet ihr dann sehen. Die ist so ein bisschen... Ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele von euch die nicht so feiern werden. Aber die, die feiern, die feiern. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich werde selbstverständlich mit dieser Pants auch ebenfalls morgen um 17 Uhr ein Instagram-Fit-Pick von mir, wo ich diese Hose trage, in einem Outfit kombiniert, euch nochmal auch zeigen, also nochmal separat zeigen. Ich glaube, Freunde, und das meine ich wirklich ernst, lasst sie ein bisschen auf euch wirken. Ja, also wenn ihr sie morgen seht, dann überstürzt es nicht direkt mit, boah, feier ich, boah, ist Schmutz, sondern gibt der Hose ein bisschen Zeit, weiß nicht, 10 Minuten, 5, Viertelstunde, was auch immer, und dann könnt ihr sie bewerten. Weil das ist keine Hose, die jetzt irgendwie, wo direkt, okay, verstehe ich. Ich glaube, die braucht ein bisschen. Ja, die braucht wirklich ein bisschen. Und ist selbstverständlich wieder 2 in 1. Es ist 2 in 1, ja, wichtig und richtig, deswegen ist auch nochmal vielseitig einsetzbar. Ich bin gespannt, was ihr sagt, Freunde, wirklich. Stagnant Vibes sind vorhanden, auf jeden Fall. Also die Stagnant Vibes sind vorhanden und es wird keine Jeans sein. Keine Jeans sein, es wird was anderes sein. Hose und Schal, ja. Hose und Schal könnte wild werden, ja. Aber nein, es ist keine Hose und Schal, es ist mehr eine Hose, die zu einer anderen Hose wird. Also die Hose kannst du verschieden rocken. Deswegen. Freunde, morgen ADR. Folgt gerne auch auf der Instagram-Seite. Würde ich natürlich mega freuen. Und mit dem Post, mit dem Hosenpost, werde ich euch auch, ja, was eigentlich auch schon eigentlich gesagt wurde, aber nochmal ganz offiziell bestätigen, wann, in welchem Monat der Release der nächsten Kollektion stattfinden wird. Die Fashion-Polizei wurde gerufen, weil anscheinend heute ein LPU rausgekommen ist, veröffentlicht wurde, wo wir einmal beide Augen drauf blinzeln, drauf blinken müssen. Blinken wahrscheinlich, ja? Man tut mit den Augen blinken. Wer kennt's nicht? Spaß beiseite. Justin mit Reezy. Unsere letzten Fashion-Einkäufe. Ist ja ein altbekanntes Format, was wir das ein oder andere Mal schon gesehen haben. Da waren schon Kandidaten wie zum Beispiel Shireen David und andere dabei. Und heute mit Reezy und selbstverständlich gucken wir mal darüber, was wir da so ja, zu Gesicht kriegen. Ich bin gespannt. Ich zeige euch erst 5 Pieces. Heute sind es ein bisschen mehr. Ich habe das mal in so 5 Kategorien zusammengefasst, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe und die ich super nice finde. Und danach macht Reezy das mit seinen Top 5 Latest Pickups. Freunde, wichtig und richtig, lange schon kein LPU mehr vom Scooterpad online gekommen. Morgen am Sonntag gibt es das Farfetch LPU auf dem Hauptkanal zu begutachten. Ja, slidet da gerne rein und schaut euch an, für welche Piece ich mich dann letztendlich entschieden habe. Ich kann nur eins sagen, Achtung, anschnallen. Ja, es ist einfach der normale Louis Vuitton Trainer Sneaker in... LV Trainer Sneaker in All White. Okay, nice. Ich habe einen ähnlichen. Ist das derselbe? Nur, ich glaube, es ist sogar dasselbe, ne? Nur mit einer anderen Perforierung hier. Da ist überall noch so das LV eingestanzt. In so einem Orangeton. Ich glaube, Justin hat ja mittlerweile auch schon, weiß ich, mehrere Paare davon. Aber gerade der weiße Colorway taugt mir sehr tatsächlich. Finde ich sogar nicer als mein orangenes. To be honest. Komplett weiß. So, das ist für mich ein super, super nicer Sneaker, so für ja. Daily und... Vielleicht jetzt nichts für die aktuellen Temperaturen und das Wetter, aber so im Sommer oder gerade im Frühling kommt der zu clean. Den habe ich auch seit ich... Also halt zu allem rocken. Den habe jeden Tag getragen. Ist halt so ein überteuerter Air Force One. Der Schuh, der immer geht, wisst ihr, wie ich meine? So, kommen wir als zweites zu 2 Fleeces, die ich mir geholt habe. Ich weiß nicht, ob das als Piece 2 und 3 zählt. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Und zwar habe ich mir vor Release von meinen Bros Jason und Tuan noch 2 Systemic Fleeces ergaunert. Die Fleece-Jacken haben wir uns bereits angeschaut. Ein separates Video findet ihr auf meinem Patrick Spector-Kanal. Da haben wir uns die Sachen schon mal, ja, separat angeguckt. Nichtsdestotrotz, auch nochmal spannend, hier die In-Hand zu sehen. Ich glaube, mein Favorite, was war denn noch mein Favorite-Color? Ich glaube, der gelbe sogar, oder? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Gelb, rot, blau
Und noch eine Farbe gab es, glaube ich, oder? Und das sind zwei geisteskranke Jacken. Es gibt auch noch einen gelben Colorway, aber ich habe mir jetzt mal blau und rot ausgesucht, weil ich finde, dass die besser zu meinem Style passen. Sehr, sehr nice Über. Ich muss sagen, der gelbe, wenn es wirklich nur die drei sind, weil auf den vierten komme ich jetzt gerade nicht, der gelbe war mein Favorite. Übergangsjacken so für Herbst, also die halten auf jeden Fall auch warm. Und ja, da habe ich einfach den blauen Colorway ausgesucht. Die haben auch hinten noch so nice Details. Cooles Piece. Gefällt mir. Farbe rot für mich am schwächsten, danach blau und gelb. A favorite one. Kommen wir als drittes und viertes mal zu Caps. Und zwar einmal so zu so richtigen Fitted Base Caps und einmal noch Trucker Caps. Jeweils habe ich mir zwei geholt, beziehungsweise hiervon sogar drei, aber die... Ja, also mit so Snapbacks kann man mich jagen, stehen mir nicht und nicht so mein Vibe. Dann gefallen mir die Trucker-Caps, die wir gleich sehen werden, schon deutlich, deutlich mehr. Der schwarze davon finde ich gerade nicht. Ich habe mir eine schwarze geholt, wo vorne das Sox-Logo drauf ist, dann eine blaue mit dem LA-Logo und eine mit dem New York Yankees. Ich weiß noch früher, Young Pat mit 14, 15 oder was, da habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, da hatte ich eine Snapback, die war geisteskrank. Es war eine schwarze Snapback, wo diese Panels, ich glaube, das sind ja 6 Stück, immer abwechselnd weiß, schwarz, geprintet oder gefärbt waren. Und dann überall auf der ganzen Cap verteilt waren alle NBA-Logos drauf zu sehen. Das war krass. Sogar die Älteren kamen zu mir und meinten, boah, wilde Cap. Aha, schon damals hier die Trends gesettet. Logo, natürlich haben alle hinten dieses Baseball-Logo drin und noch unterschiedlichste Logos hier auf den Seiten. Das sind wirklich sehr, sehr nice Caps. Und als viertes zwei Caps von Sicko. Die braun-weiße ist mein Favorit tatsächlich. Die lila ist einfach too much. Also komplett lila. Wir haben ja mit ADR auch schon mal lilafarbene rausgebracht, aber da war der Schirm vorne immerhin weiß und die hat dann so ein bisschen Ruhe mitgekriegt. Also komplett lila, schwer, aber diese braun-weiße, die finde ich wirklich wild. Die ist nice. Muss man sagen, das ist obviously 1:1 von Kapital inspiriert, wenn man das so sagen will. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie eine Absprache haben oder so, aber das haben auf Insta auch einige kommentiert. Das ist quasi eigentlich der gleiche Spruch wie auf den Kapital-Caps drauf, nur dass halt statt Kapital, nee, working like a, ich weiß es gar nicht mehr, was bei Kapital steht. Jo, also Kapitalkappen haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Und der Spruch ist halt komplett 1:1 kopiert. Übernommen, ja? Übernommen wurde der einfach. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mit Absprache stattgefunden hat oder ob die das einfach quasi hinterrücks gemacht haben. Ist ja nicht in einer deutschen Streetwear-Bubble, da darf man das. Und als letztes, bevor ich Reezy mal zu Wort kommen lasse, war ich in Paris bei Mani, wie ihr im Paris-Vlog gesehen habt, und wollte euch das schöne Piece auch noch einmal so zeigen. Und zwar ist das ein Mohair-Cardigan. Ihr wisst, ich habe schon zwei Mohair-Sweater. Ein Cardigan, dieses Mal aus Mohair. Okay, sehr wild, gefällt mir gut. Farbe, weiß ich, Justin ist momentan auf seiner roten Wave. Sehen wir ja in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Ich hätte mir tatsächlich einen anderen Colorway ausgesucht, aber mein Gott, Geschmackssache, ne? Aber Cardigans, Freunde, ihr wisst, haben wir auch in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Gerade für die Herbst-Winterzeit. Sehr nice. Die eigentlich gleich aussehen, nur in einem anderen Colorway. Ich habe einmal einen grün-gelben und einmal einen lila-roten. Und der hier ist rot-lila, also quasi farblich einmal genau umgekehrt wie der eine Sweater, den ich habe. Und ich bin eigentlich... Vielleicht sogar mein Favorite Piece bis jetzt. Doch, Facts sogar, Facts. Der gefällt mir bis jetzt am meisten von seinen Pickups, ist ja auch das letzte. Das ist auf jeden Fall mein Mohair-Cardigan von Mani in einem sehr geilen Colorway. Und das war's von mir. Stabile Pickups, die Justin da getätigt hat, fällt mir gut. Was kostet der mal, was kostet der Mani Mohair-Cardigan? Weiß das jemand aus dem Chat? Bestimmt so bei 500-600 Euro oder so, ne? Kann das sein? 890? WTF? Oh, wir warten auf die Sale Season. Okay, kommen wir zu dem Teil, wo Reezy seine Pieces vorstellt. Da bin ich mal gespannt, wer das Rennen hier macht. Und da, apropos Rennen, das riecht doch danach, dass, das Wettbüro wieder geöffnet ist. Ja? Also, wer hat die niceren Pickups? Selbstverständlich ist hier die Fashion-Polizei, ja, das Gremium, was das Ganze entscheidet. Wer hier besser abschneidet. Ihr könnt jetzt eure Wette platzieren. Und man muss fairerweise sagen, Justin hat abgeliefert. Also haben wir auch schon das ein oder andere Piece in der Vergangenheit gesehen, was ein bisschen aus der Reihe getanzt hat. Wir machen weiter. Was geht ab, Leute? Wir sind bei Justins Latest 5 Pickups. Im Hochformat, oder was? Wir fangen direkt an, und zwar mit dem Celine-Anzug. Fresher Anzug, Velour-Anzug, ganz locker. Kombiniert mit ein paar lockeren Easy-Slides zu Hause.
Lean-Anzug, Velour aus so einem Braunton, wenn es mich nicht täuscht. Den haben wir irgendwo schon mal gesehen. Weiß nicht, ob es irgendwo in einem Wie-viel-ist-dein-Outfit-Wert-Video war oder whatever. Oder ich glaube nur das Oberteil tatsächlich. Gefällt mir. War aber Ding. Ihr wisst, Velour stehe ich absolut drauf. Sonst hätte ich auch nicht mit ADR einen Velour-Anzug rausgebracht. Und auch der sieht sehr, sehr nice aus. Ist eine gute Alternative zum Beispiel zu den Needles Mopeds, die ja noch ein bisschen kostenintensiver ist. Also in Chocolate, da macht ihr gar nichts falsch, ist ein ganz lockerer Anzug. Ah, Justin hatte das Oberteil in dem letzten LPU. Jo, das kann sein. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Nächstes Pickup ist dieses Prada-Hemd, ist ein Jeanshemd, fühle ich übertrieben, gibt auch einen nice Vintage-Vibe. Jeanshemden. Jeanshemden, Freunde, was sagen wir dazu? Ganz, ganz schwierige Wave, weiß ich nicht. Not the biggest fan. Was geil an dem? Muss ich angezogen sehen. Wenn es vom Fit überzeugt, dann kann man nochmal drüber reden. Aber Jeanshemd, ganz, 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 ganz schwierige Wave. Kennt ihr noch von damals, wo diese Jeanshemden gutes Hype waren und jeder hat so ein Jeanshemd von Zara gerockt? Weiß ich nicht, so Applikation, so. Oh, es gibt mir diese Vibes. Ehrlich? Ich glaube, ich würde immer auf eine Jeansjacke zurückgreifen, aber es kommt auf den Fit an. Wenn die jetzt zum Beispiel den ähnlichen Fit haben wie einen Prada-Kurzarmhemd, was ich mir sogar vorstellen kann, dann mit so einer, in so einem Cowboy-Look, mit so Cowboy-Boots, könnte das eine Wave sein. Und dann dazu mein nächstes Pickup, was diese Ralph Lauren Classic Cotton Tanks sind. Die sind so sauber, wenn ihr die zusammen kombiniert, das Hemd offen, ein Ralph Lauren Tank drunter, ganz locker. Ja, guck, ja, dann dazu so eine schöne Schlaghose, eine Jeans, eine Schlagjeans und dann Cowboy-Boots, okay? Sehe ich. Also dann bin ich schon wieder down für den Look. Schwierig wird's, wenn man versucht, dieselbe Jeansfarbe mit dem Hemd zu kombinieren, es aber dann nicht passt, obwohl man es dachte, es passt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man versucht, zwei Blautöne, also zwei Jeans-Töne, in Blue-Jeans-Töne miteinander zu kombinieren, die halt nicht derselbe Hersteller sind, sondern weiß ich nicht, einfach so ähnlich sind, dann kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen, sag ich ehrlich, wie es ist. Mein nächstes Pickup, ganz weit weg von den Unterhemden, ist was für den Winter, für den Herbst, eher gesagt. Hier, die Prada Daunenjacke in Weiß, Prada Linie Rossa, richtig nice. Man kann das Ding auch zur Weste machen, aber kann man jetzt auch... Ah, 2 in 1, damit kann man mich catchen. Aber ich zeige euch das einfach mal, wir machen das jetzt mal anders. Kann man auch einfach ganz locker über den Anzug tragen. Der Anzug hat sowieso weiße Highlights, passt zu der weißen Jacke. Ey, ich sag ehrlich, weiße Jacken, absolut crazy. Gefällt mir gut. Ich finde die Jacke gar nicht schlecht. Würde ich mir wahrscheinlich niemals holen, aber kann man machen. Ist ein ganz lockeres Ding, Leute. Ganz locker, flockig. Ohne viel Trara. Mein nächstes Pickup ist auf jeden Fall dieser Löwe-Pulli. Der ist hart. Unglaublich finde. Zieht euch das rein. Das ist schick. Sieht man. Der ist insane, Bro. Wenn ich den Link sehe und nicht wüsste, dass er von Loewe ist, hätte ich sogar gedacht, dass der ist von Heide Ackermann. Oder von Dries. Diese Vibes gibt er mir. Der ist crazy. Fam, ich sag ehrlich, bestes Piece bis jetzt im ganzen LPU. Krankes Ding. Gefällt mir auch nochmal gut. Wenn er jetzt vom Schnitt auch noch Baba ist, sehr, sehr wild. Richtig nice Stick hier. Den kann man auf locker tragen. Um Reezy hier mal an der Stelle zu zitieren. Der Crewneck auf dem Nacken. Oh nein! 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 Bro! Oh mein Gott! Nicht seren Ernst! Was hat sich JW Anderson dabei gedacht? Was zum Henker? Oh mein Gott! Einfach hinten dick Loewe fett drauf. Alles, was ich gesagt habe, vergiss es. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Warum macht er das? Ich krieg so ein Brenn instant. Ey, wie kann man so reinscheißen? Wie kann man so reinscheißen, Bro? Ey, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Der ist so wild und da hinten dick Loewe. Guck, das meine ich, Freunde. Mir ist egal, ob da hinten Palm Angels, Gucci oder whatever steht. Es geht nicht um die Brand. Es geht einfach um die Positionierung, um das Logo, weiß ich nicht. Einfach hässlich. Ah, ehrlich. Einfach abtrennen. Ich sag, ey, das wird bestimmt eine Bestickung sein mit der Schere.
auftrennen und weg ist das Logo. Dann Baba Peace, aber mit dem Löwe-Ding. Boah. Boah, das war jetzt ehrlich, davon kriege ich Albträume, ne? Ich hab den so gefeiert, ey. Ich glaub das nicht. Es ist doch safe so innen drin, so auf Branding angelehnt. Siehst du, wie ich meine? Yeah. Da haben wir noch einen weiteren Stick, der geht weiter hier bis über den ganzen Ende. Da sind Blumen drauf gesteckt, Löwe. Wie kann man so reinscheißen? Mann, ey, ohne Witz. Dafür hätte J.W. Anderson wirklich eine Faust verdient. Boah, was? einfach Schläge androhen. Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, aber dieses Piece ist einfach übertrieben hart. Das war's mit den 5 Pickups, glaube ich, wenn wir richtig gezählt haben. Und danke, Justin. Ich bin gespannt, was du ausgewählt hast. Okay, das war's. Oh Mann. Ey, wie machen wir das jetzt? Wer hat das Rennen gemacht? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ey, ich war wirklich gewillt, Reezy hier den Win zu geben, ja? Weil der Celine-Anzug ist nice. Das Prada-Denim-Shirt ist auch nicht schlecht. Ich war anfangs so ein bisschen skeptisch, aber jetzt, wo ich den Look vor Augen habe, gefällt es mir sogar auch ganz gut. Prada-Bomber, nice. Ja, und... Ey, Mann, wirklich. Das ist eine schwere Nummer. Guck mal. Ich gebe Reezy den Win, aber auch nur, weil wir jetzt mal so tun, als wäre hinten nicht Loewe drauf. Wir drücken mal ein Auge zu. Aber ich muss auch wirklich fairerweise sagen, beide abgeliefert. Also ich habe kein einziges schlechtes Pickup gesehen. Also so richtig schlecht. Der Pullover, das bringt mich hier zu Weißglut. Das gibt's doch gar nicht. Guckt euch mal an, wie schön dieses Piece ist. Schaut es euch an. Oh, ein Augenschmaus. Normale Baumwolle als Sweatshirt. Aber dann dazu so eingenähte Details, die eine Blume ergeben. Aus so einem Strickmaterial. Aber Bro, oh mein Gott. Was ist das hier? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der das wack findet. Ist wirklich eins in den Chat. Wenn ohne Loewe der Pullover 10.000 mal krasser wäre. Jetzt mal wirklich. Ich krieg Albträume. Und der Chat ist bei mir. Ja, na klar. Ja, wirklich. Ich stell dir mal vor, was so beim Designprozess passiert ist. Ja, lass uns mal einen schwarzen Pullover machen mit so coolen Applikationen und einer Blume drauf. Ja, Mann, voll nice. Aber nur ein Ärmel, Asymmetrie reingebracht. Ja, voll cool. Das wär's. Da fehlt noch was. Wir packen da hinten jetzt Dick Loewe drauf. Ey, wirklich, wer diese Entscheidung bei Loewe getroffen hat, der wird gefeuert. Und selbst ist mir egal, wenn es J.W. Anderson war, der wird gefeuert. Wirklich. Weil ich schlafe jetzt heute Nacht unruhig. Genau deswegen. Mann. Das ist da wirklich. Wie kann man so krass reinscheißen?